Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokuhila Online. Wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es um das Thema Redaktionsplan als Zeitplanung und Hilfestellung für deine Social Media Beiträge. Ja, ich möchte hier nicht so sehr ins Projektmanagement und noch weniger in die Komplexität einsteigen, sondern dir einfach eine einfache Möglichkeit zeigen, wie du deine Postings auf Social Media Plattformen vorausplanen kannst, beziehungsweise ja sogar über ein Jahr hinweg ein bisschen einteilen kannst. Ja? Was du wie, wann online stellen kannst und so weiter und wie oft pro Tag und Co., das wird dann ein anderes Kapitel. Sehr hilfreich ist es allerdings auch, sich daher ein paar Gedanken über die nächste Zeit zu machen. Ich sage jetzt wirklich mal vielleicht über das nächste Jahr. Ja? Mach dir die nächsten 365 Tage bewusst. Was hast du in den nächsten 365 Tagen vor? Was willst du mit deiner Firma, mit deinem Hobby, mit deinem Unternehmer, mit deiner Selbstständigkeit machen? Besuchst du Messen, Ausstellungen? Hast du bei dir vielleicht eine Ausstellung? Gibt es eine Firmenfeier? However, ja. Und diese Beiträge mal einfach, ja, zu überdenken, wann starte ich damit, ja? Kleines Beispiel, ich finde es immer toll, heute große Eröffnungsfeier, ja? Toll, wenn ich das heute lese, ist es schon zu spät, ja? Oft lese ich es auch, ja, am nächsten Tag. Plane einfach vor, ja? Außerdem solltest du auch ein bisschen so das nächste Jahr ansehen, was da für Events sind, ja? Als Beispiel, ja? Ist komplett sinnlos, während einer Fußball-WM, während der Spielzeit irgendwas zu posten, ja? Das bringt sehr oft gar nichts, ja? Außer du hast mit deiner Tätigkeit zu tun. Ja? Dann überleg dir vielleicht auch, ob es spezielle Feiertage zu deiner Branche gibt. Ja? Für eine Bücherei zum Beispiel ist es der Weltbuchtag oder Content für Weihnachten kannst du schon im Sommer oder Herbst erstellen und vorausplanen, weil dann, wenn das Weihnachtsgeschäft ist, hast du ja vielleicht andere Sachen zu tun. Ja? Du kannst auch schon vorab einen zum Beispiel digitalen Adventkalender planen und mit 1. Dezember dann schon starten, statt am 1. Dezember erst anzufangen. Ja? Ja, Listen und Anregungen zu Gedenk- und Aktionstage für verschiedene Kulturen und Religionen und verschiedene Branchen findest du ohne Ende im Internet. Ja? Du findest auch Vorlagen für Redaktionspläne auch im Internet. Ja? Es reicht auch ein einfacher Jahreswandkalender oder ein Taschenkalender oder, keine Ahnung, machst digital in einer Excel-Datei. Es geht hier wirklich nur darum, dass du früh genug dran bist, ja, und deine Aktionen startest und deine Blogbeiträge oder deine Social Media Postings oder YouTube Videos dann startest, ja. Es gibt dann auch noch ein paar Spezialtage, die können eher lustig sein oder ja, vielleicht sogar ein bisschen obszön, so wie dieser sogenannte Schneeblautag. Gib den einfach mal in Google ein. Für Star Wars Fans gibt es natürlich auch noch den 4. Mai. Für alle Mathe-Fans gibt es den P-Day und so weiter und so fort. Also Ideen gibt es hier wirklich ohne Ende. Du forst dir das Internet und beobachte mal dein Jahr beziehungsweise mach dir schon vorab mal Gedanken zu deinem Jahr und was du dann alles zeigen kannst. Ja? Wann du Betriebsurlaub bist, dann kannst du auch schon ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher Content dafür planen und hast dann sogar Postings während deinem Betriebsurlaub. Ja, ja. So kannst du dir mit einem Redaktionsplan und da zum Beispiel der Planern-Funktion diverser Social Media Plattformen ein sehr inhaltsreiches Jahr gestalten, meist auch auf einmal durchmachen oder solange du Lust hast und ja, du hast Fertiges für das Internet, komplett stressfrei. Ja, natürlich ein bisschen Eigenwerbung, natürlich kannst du auch zum Beispiel ein 365 Tage Erfolgstagebuch verwenden, unter anderem verwende ich es auch dafür, wo ich mir einfach über die nächsten 365 Tage Gedanken mache und ja, jeden Tag hier so eine Seite ausfülle und mit To-Dos, mit Zielen und wo ich dann auch Danke sage dazu und ja, vielleicht sogar noch eine kleine Zeichnung dazu mache oder ein Foto reinklebe oder ja, einfach die Teetasse draufstelle. However, so viel zum Thema Redaktionsplan. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke für dein Feedback, danke für den Daumen hoch, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, für 5-Sterne-Bewertungen und Co. Bis zum nächsten Mal. Ciao.